Im letzten Video haben wir hier das Alter ausgerechnet. Und zwar, wir haben das Alter über diese ganzen Zwischenzellen ausgerechnet. Wie versprochen, werde ich jetzt das Alter alles in einer Zelle ausrechnen, ohne diese Zwischenberechnungen. Okay? Alter 2. Fangen wir mal an. Erstens, wie rechne ich das Alter, das ganz normale Alter, ohne jetzt den Geburtstag zu berücksichtigen? Und zwar, das ganz normale Alter ist nichts anderes als das Jahr von heute, Klammer auf, Klammer zu, die Klammer zu von Jahr, minus das Jahr vom Geburtsdatum. Und das ist dann hier. Okay? Das ist jetzt, das steht hier ein Datum. Ich muss das einfach als Zahl umwandeln. Über Zellen formatieren. Zahl ohne Kommastelle. Okay, also da habe ich die 30, das ist ganz klar. Jetzt will ich aber diese Bedingung noch mit dem Geburtstag. Mit dem Geburtstag hier. Okay, das heißt, wenn ich will jetzt diese Zahl erzeugen und das ist, die Zahl ist dann, wenn Tag, Geburtsdatum und Gänsefüßle auf, Punkt, Gänsefüßle zu, Monat, C3, okay, jetzt habe ich hier ein und vergessen. Und wieder ein Punkt. Und ja, von heute. Okay. Ja. Und das Ganze, wenn der Datwert von dem Ganzen kleiner ist als heute. Ich mache hier jetzt mal, muss man das ein bisschen größer machen. Ich ziehe es mal ein bisschen hier, dass man die Formel komplett sieht. Okay, wenn der Datwert von dieser Berechnung, wenn der Datwert vom Tag, Monat, vom Geburtsdatum und Jahr von heute kleiner ist als heute, dann ist die Berechnung einfach Jahr von heute minus Geburtsjahr. Ansonsten ist es, ich kann das Teil kopieren hier. Und einfach einfügen. Minus 1, dann ist es ja die 30 minus 1. So, und so habe ich dasselbe. Alles in einer Zelle, dasselbe, ja. Und wenn ich jetzt hier, wenn der jetzt zum Beispiel am 12.07.1982 geboren ist, dann ist er 29. Und man sieht hier beides, Alter 1 und Alter 2 funktioniert. Nur wenn ich jetzt hier alles löschen würde, wird Alter nicht mehr funktionieren, eigentlich falsch. Aber hier, das funktioniert einwandfrei. Okay, und wenn ich hier 12.01. eingebe, ja, wenn ich hier jetzt zum Beispiel 80, das ist 32, das geht dann ganz automatisch. Alles in einer Zelle. Wozu, alles in einer Zelle. Wozu braucht man das alles in einer Zelle? Weil, wenn ich jetzt eine zweite Tabelle habe, wo hier mehrere Leute sind, ich will hier einfach das Alter ausrechnen, ja, könnte ich so eine Formel gebrauchen, weil ich habe hier in der Tabelle keinen Platz oder will auch keinen Platz aufwenden für diese ganzen Zwischenstationen. Und deswegen, wie man das macht, man nimmt diese Formel. Und dann können Sie dann hier einfügen. Man muss dann nur die Zellbezüge ändern. Die C3, was das Geburtsdatum ist, ist eigentlich in dem Fall hier die B2. Ja? Man muss überall die C3 ändern. Das ist die einzige Zelle oder Zellwert, den wir benötigen. Und deswegen darf ich keine C3 haben. So. Okay. Das ist hier wieder eine Zahl. Muss wieder.
Excel macht das oft, wenn man ein Datum oder eine Zeit hat hier, dann wird die Zelle, wo die Formel ist, auch eine Zeit oder Datum, obwohl man hier eine Zahl braucht. Deswegen muss man es einfach nachträglich manuell formatieren. Auf Zahl, Zahlen. So. Und dann könnte man das dann auf alle anderen. Der Vorteil ist, wenn jetzt alles die Formel alles in einer Zelle ist, kann man das einfach runterziehen und es ist schön kompakt. Okay, man sieht hier, der ist jetzt 30, weil der 12.1. ist schon vergangen. Ich habe alle Geburtsdaten so mit einer Zweierzahl hinten, da kann man leicht sehen, kann man das viel leichter rechnen. Hier, der 15. August ist noch nicht vorbei, deswegen ist der nicht 50, sondern erst 49. Der da hier, der Februar ist noch nicht vorbei, deswegen ist der auch erst 59, nicht 60. Und bei denen da auch dasselbe. Ja? Wenn ich jetzt hier 4.1. mache, dann wird er automatisch 40. Ja? Und das ist, so werden Alter ausgerechnet. Das heißt, bei so einer Datei, ich muss nur das Geburtsdatum eingeben, Alter. Jedes Mal, wenn ich die Datei aufmache, habe ich dann garantiert das aktuelle Alter. Und indem man das Alter alles in einer Zelle macht, vermeidet man diese ganzen Zwischenkalkulationen, die wir in dem ersten Video gemacht haben.